Hallihallo, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Nach Fastnacht war doch recht anstrengend. Ich hoffe, ihr habt alles schön gefeiert. Die Fotos folgen natürlich noch. Ich warte immer noch auf ein paar Einsendungen. Wenn ihr noch Fotos habt von Fastnacht, schickt mir die Fotos auf info@hamstersblog.de. Aber jetzt was viel Wichtigeres. Der Nelly ist der neue Arabica-Tabak eingetroffen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Arabica, so nennt sich der Tabak. Gab es schon in der Vergangenheit in Deutschland als Tabak schon ziemlich lange sogar noch zu der Zeit, wo Tabak noch feucht hier in Deutschland war. Aber alles zu der Geschichte, zu dem Namen an sich, will ich euch bald noch erklären. Jetzt fangen wir erstmal an. Ich habe 17 Sorten für euch vorbereitet. Hab mir den neuen Tabak mal besorgt. Wie gesagt, Arabica-Tabak. Ihr seht die Sorten in der Beschreibung. Da hätten wir einmal Cool Blue, den rauche ich gerade. Dann haben wir Orange, Pfirsich, Zitrone, Wassermelone, Traube, Zitrone, Kirsche, Traube, Minze, Früchtemix, Honigmelone, Bananensplit, Doppelapfel, Erdbeere, Dreifachminze, Kaugummi und Zitronenminze. Die habe ich mir alle besorgt, die Sorten, und die wollen wir alle einzeln testen. Und dann fühlen wir dem Arabica-Tabak doch mal richtig, sag ich mal, auf den Zahn. Wie gesagt, das ist ein neues Release. Den Tabak gab es schon früher, der wurde jetzt neu, neu überarbeitet, die Verpackung sowie der Grundtabak und der Flavor, also der Geschmack an sich. Und das wollen wir euch ein bisschen vorstellen. Will ich euch ein bisschen vorstellen, Entschuldigung. Das Ganze ist nämlich sehr interessant, denn ich kenne Arabica schon von früheren Zeiten, schon vor 4, 5 Jahren, wo ich das geraucht hatte. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich habe das ganze Zeug jetzt so langsam schon für euch vorbereitet, angefeuchtet. Und jetzt geht es darum, welche Sorten hättet ihr dann gerne als erstes getestet? Ich teste alle für euch, kein Problem. Wir schauen uns das alles zusammen an. Und ich würde jetzt gerne wissen, was so die Favoriten von euch sind. Und dann postet ihr mir das einfach in die Kommentare. Und dann kann das nächste Woche auch schon losgehen. Ich denke, am Wochenende kommt nochmal ein Video so generell über die Geschichte von Arabica vielleicht ein bisschen. Und ein paar Sachen, die ich zu dem Tabak noch zu verlieren habe. Denn ich habe wirklich schon, kann da einiges erzählen zu dem Tabak. Und dann postet ihr mir eure Lieblingssachen und dann schauen wir einfach mal weiter, was dann so raussticht. Ich wollte erst eine Umfrage machen, dann dachte ich mir, was soll's. Postet einfach mal in die Kommentare, was ihr euch denn für eine Arabica-Sorte wünscht, die ich als erstes testen sollte. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut da rein. Ich gehe heute Abend in eine schöne Shisha-Bar und probiere das mal aus. Da werde ich vielleicht auch noch Fotos schießen. Wenn ihr mich noch nicht in Facebook habt, addet mich einfach. Dann könnt ihr immer natürlich auf dem aktuellsten Stand sein, wenn ich mir mal wieder irgendwelche Bars angucke. Ja, und ich rauche jetzt noch fertig. Ja, der gefällt mir schon mal sehr gut. Aber alles Weitere dazu. Haut rein, schönes Wochenende. Ciao.